So. Wie Water Source. Und hoffen wir, dass jetzt mehr kommen und da Wasser rumbringen. Was? Was war das gerade mit der Formel? Dave decided to vary any formula. Ah, mein Braumeister und mein Waffenschmied sind verheiratet. Und sie wollten keine Feier haben. Dankeschön. Noch mehr Immigranten. Wie viel diesmal? Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wieder viel zu viele Immigranten. Und kaum einer hilft, den Wassergraben zu füllen. Vielleicht sollte ich den erst einmal mit Boden auslegen, bevor ich... ihn befülle, weil das Wasser scheint zu einfach durchzusickern. Und normalerweise auf richtigem Boden dürfte es nicht so schnell versickern. Ja, es versickert einfach. Gut, dann Zone. Pit Pond nehmen wir mal weg. So, und sagen erst einmal mit Building Groß C Floor. Hups. Nein, wir wollen einen Floor, aber einen großen Floor. Mehr geht nicht. So, bau erstmal hier einen Floor hin aus Granitblöcken. Wow, da brauchen wir aber viele Granitblöcke. Button 2, select all. Was ist Button 2? Wir haben nicht mal genug Granitblöcke, fällt mir gerade so auf. Deswegen machen wir mal Escape. Und machen erstmal die kleine Fläche hier oben mit Granit zu. Gem, dam, 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 groß C war's. Wall. Ne, Floor wollten wir. So. So. Floor, Granitblöcke. Habe ich die jetzt gemacht? Building present, okay. TZ. Jetzt bin ich etwas durcheinander. So, nämlich so. Noch mehr Granitblöcke werden dafür gebraucht. So werden alle ausgewählt. Okay. Also Shift-Enter wählt einfach Granit aus. Was machen meine Masons gerade eigentlich? Der hat keinen Job. Komm mal her, du. Engineering, Stoneworking, Stone Detailing, Mining. Mining ist einfach nur Mining. Hunting, Crafts, Engineering, nein. Howling, nein. Howling machst du auch nichts. Crafts, Jewelry, Other Jobs, Architecture, so. Jetzt hast du wenigstens was zu tun. Gut, gucken wir weiter. Wir haben ja noch einiges zu erledigen.
Also erstmal ist mein General wieder fertig, also kann ich die Jungs mal wieder aktiv setzen. Und es werden Rocknuts angebaut, sehr schön. Das heißt, wir haben einiges an Quarries wahrscheinlich schon verbraucht, ja. Wo werden die Quiver gelagert? Werden sie hier gelagert? Mal kurz gucken. Nein, da ist Ammo. Da ist ein Crossbow. Wo ist unsere ganze Munition hin? Ernsthaft. Stocks. Weapons, Ammunition. Ist alles verboten. Dann erlauben wir das Zeug mal wieder, dass sie es aufsammeln. Und die Quiver. Quiver, Quiver, Quiver. Die liegen irgendwo rum. Blocks, finished goods. Und da ist unser Artefakt. Granitblöcke, Granitblöcke. Sind die Finished Goods? Bins? Ne, normalerweise nicht. Gembin, Gem, Gem, Gem. Gem, 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 Gem. Leverbin, da ist Leder drin. Türkis. Leder. Oh, da sind die Quiver gerade in Benutzung. Bars, Blocks. Und hier sind auch überall Finished Goods verteilt, hä? Jupp. Guck ich mal kurz hier in die Settings von dem Ding. Also Coins. Finished Goods können wir mal hier disablen. Cloth. Cloth, Cloth, Cloth. Leather. Additional Options. Furniture. Die fallen nicht unter Furniture, oder? Also die Quiver. Sehe ich jetzt nicht so weit. Also Furniture ist es schon mal nicht. Disable. Coins, Bars, Blocks ist klar. Armor, Metal, Shield, Other Materials. Nee, da sind wirklich nur Cloth. Forgotten Beast, Pigtail. Moment mal, Finished Goods. Type Chains, Large Gems, Quivers, Quivers sind Finished Goods. Okay. Das heißt, wir können hier in den hier irgendwo die Quiver finden. Und die sollten bitte hier oben hin eigentlich. Also Finished Goods, Enabled, Block All, außer Quivers. Außer Armor, was auch immer dazu zählt, und Quivers, Tools, Books, Totems, Legwear, oh, Backpacks noch, Goblets, Chains, lalala. Large Gems, nö. Es gibt hier noch so Water Skins, aber ich weiß nicht, unter was die fallen. Ich glaube, die fallen unter Backpacks. Hoffe ich jedenfalls mal so. Und dann nehmen wir den Finished Goods Bins, Stockpiles. Zum einen die Quivers und die Backpacks weg. Genauso wie dem hier auch. Quiver.
Und Backpacks, so. Wird es langsam mit der Mauer? Konstruktion inaktiv, Konstruktion inaktiv. Was machen meine Masonaries, bitteschön? Store Item, Barrel Construct Building. Ach, da unten wird die Straße langsam gebaut. Ja, ist doch langsam schön. Ich würde aber, hätte es aber trotzdem gern, dass langsam mal mein Burggraben gefüllt wird. Dann warten wir erstmal, bis der Floor gebaut wurde und die Mauern und alles. Was sagt eigentlich mein Dings? Das ist gesmoothed worden. Also Designation. Cave Fortifications. Hier bitte. So. Nächster Schritt. Und ja, wir haben, so wie es aussieht, jede Menge Quarry Bush Leaves. 15 Stück. Das ist nicht viel. Warm Muscle. Plum Hammet Spawn. Prickleberry Spawn. Seeds können verkocht werden. Fisherberry Seeds. Sweetpot Seeds haben wir jede Menge. Wir haben kein Pigtail und kein Cave Weed. Aber davon haben wir noch zum Verbrauen. Genauso wie Sweetpots. Und wir haben Dwarven Wein und Dwarven Rum. Jede Menge, also ist es im Augenblick kein Problem mit Essen und Trinken. Problem ist eher, dass sich das Wasser nicht füllen will. Und vielleicht sollte ich die Zone hier oben mal wegmachen und dafür hier unten eine größere Zone deklarieren. Aber später erst, wenn wir hier mehr Blocks haben. Nebenbei Blocks. Okay, Rockpots werden sehr viele hergestellt. Rock Blocks. Nochmal 30 Stück, bitte. So. Was? Suto Location. Warum ist der verdurstet? Warum zur Hölle ist da ein Howler verdurstet? Wir haben jede Menge Trinken. Okay, der war einfach wahrscheinlich. Okay, ich glaube, ich weiß, welcher Howler das war. Wahrscheinlich werden wir die Nachricht nicht mehr sehen, aber das war. Ja, wieso ist jetzt wieder ein anderer Major geworden? Wo ist denn mein Noble Screen? Replace Breno hier. Und ja, darum sollte ich mich jetzt auch mal langsam kümmern, weil meine. Wups, so. Meine Digger, also meine Miner, haben jetzt gerade nichts zu tun und das war falsch. Ah, nein, nein, nein. Designation X. Remove Designation. Das war der Howler, der von einer Bad Mood, also der besessen war. Der ist jetzt verdurstet, einfach aus Durststreik heraus. So. So, ich will gerne so, hier einen neuen Gang haben. So weit ungefähr. Hier in den Gang hätte ich gerne eine Tür. Und dann einen Raum. Ruhig etwas größer. Das ist jetzt 7x7.